Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Online-Lerneinheit zur Didaktik der Geometrie. Thematisch geht es diesmal zunächst um das Konstruieren als dem wohl wichtigsten und für die Elementargeometrie spezifischen Verfahren. Im zweiten Teil geht es dann um das Begründen und Beweisen. Dazu haben Sie schon etwas in den Grundfragen gehört bzw. hören dazu etwas im kommenden Semester. Deshalb kann ich mich dort etwas kürzer fassen. Ich fange mal mit der Take-Home-Message an, also dem, was Sie auf jeden Fall behalten sollten. Bei jedem guten Vortrag soll man diese Message jedenfalls am Ende rüberbringen. Ich mache das jetzt mal direkt am Anfang. Also, Spoiler Alert. Beim Konstruieren geht es meiner Meinung nach um das regelgeleitete Herstellen geometrischer Modelle mit ausgewählten Werkzeugen, bei dem wir uns mit den Regeln und den Werkzeugen so gut vertraut machen, dass wir uns zutrauen, Konstruktionen für die Lösung von Problemen, das Ausmachen von Sachverhalten, also Sätzen, und die Begründung dieser Sachverhalte, also Beweise, herzunehmen. Schauen wir uns zunächst das regelgeleitete Herstellen mit ausgewählten Werkzeugen an. Bei den Werkzeugen kann man drei Gruppen bzw. Sichtweisen unterscheiden. Es gibt zunächst eine eher inklusive Sichtweise. Nach der gehört das Herstellen geometrischer Objekte mit ziemlich frei wählbaren Werkzeugen zum Konstruieren. Außer Geodreieck, Zirkel und Lineal zu benutzen, kann man da etwa auch Schnüre spannen, zum Beispiel im Geobrett oder auch Papier falten. Man kann auch eine eher traditionelle Sichtweise auf das Konstruieren haben. Es ist dann im Wesentlichen ein Hantieren mit Geodreieck, Zirkel und Lineal. Man kann schließlich eine noch exklusivere Sichtweise haben. Nach der gehört überhaupt nur das Hantieren mit Zirkel und Lineal zum Konstruieren. Wobei das Lineal auch gar keine Längenskala hat und eigentlich auch gar nicht das konkrete Hantieren mit physisch vorhandenen Geräten gemeint ist, sondern das rein in der Vorstellung stattfindende Nachdenken, wie sich welche Figuren mit perfekt gedachten Werkzeugen prinzipiell herstellen lassen. Man kann sich dann fragen, welche Rolle diese drei Sichtweisen spielen. Mir scheint, die traditionellen Werkzeuge dominieren noch heute den regulären Unterricht. Das Inklusive nur als zu überwundende Vorform des Exklusiven zu betrachten, birgt dann wieder die Gefahr, dass es im Sinne der Malbastel-Zeichen-Geo von Lernenden als geometrisches Arbeiten gar nicht ernst genommen und mit dem Rest des Unterrichts in Verbindung gebracht wird. Zu meiner Schulzeit hätten wir damit die Werkzeuge bereits abgehakt. Aber schon zu meiner Studienzeit wurde dann technologieunterstütztes Konstruieren didaktisch thematisiert. Darunter fallen einerseits dynamische Geometriesysteme oder kurz DGS, im Bild jetzt mal ausnahmsweise nicht GeoGebra, sondern Cinderella und Capri 3D. Diese Werkzeuge würde ich als Steckenpferd der Didaktik bezeichnen. Seit mehr als 20 Jahren sind sie auf dem Markt. Hunderte, wenn nicht tausende von Veröffentlichungen gibt es dazu. Viel mehr als etwa zum Schulbuch, das weit häufiger und schon viel länger eingesetzt wird. Zwischenzeitlich wurde dann auch mal Programmieren als Konstruktionsmöglichkeit diskutiert. Im Bild sehen Sie hier TIX, ein Modul für LaTeX. Vorteil ist da, dass man geometrische Objekte in einer Sprache beschreiben muss, die der Koordinaten- und Vektorgeometrie sehr ähnlich ist. Das könnte also für die analytische Geometrie ganz interessant sein. Nachteil ist aber eben, dass die Sprache nur sehr ähnlich, aber nicht genauso ist wie die der analytischen Geometrie. Da kann man sich dann immer fragen, ob es sich noch lohnt, die zusätzliche Sprache der Programmierung auch noch zu lernen. Man muss aber sagen, im Grunde steckt genau das hier, also das Programmieren von Geometrie, hinter all den schönen DGS. Und dann gäbe es noch CAD, also Computer Aided Design, und Vektorgrafikprogramme. Die sind jetzt nicht speziell für den Geometrieunterricht gedacht, sondern ursprünglich für technisches Zeichnen und Grafikdesign. Im Bild sehen Sie da kostenlose Varianten, QCAD und Inkscape. Auch die werden in der Didaktik eher stiefmütterlich behandelt, kommen aber zum Beispiel kurz in Gerd Kaduns und Rudolf Stressers Buch Didaktik der Geometrie vor. Zurück zum grauen Schulalltag. Wie sieht so eine typische Konstruktionsaufgabe dort aus? Und inwiefern geht es dabei eigentlich um das regelgeleitete Herstellen von Zeichnungen? Eine typische Aufgabe könnte so ausschauen. Wie würde man diese Aufgabe mit vertrauten Zeichengeräten lösen?
Gut, das weitaus vertrauteste Zeichengerät für einen Schüler wird dann wahrscheinlich das Geodreieck sein. Ja, gut, jetzt sollen wir Seitenlängen 4 und 3 Zentimeter benutzen. Da fangen wir vielleicht mal mit den 4 Zentimeter an, ist ja sonst nichts weiter vorgegeben. So, jetzt müssen wir die zweite Seite konstruieren und da ist jetzt schon das erste Problem, Winkel ist da nicht angegeben. Jetzt könnten wir natürlich einfach einen Winkel von 90 Grad nehmen. In dem Fall wäre unser Parallelogramm auch ein Rechteck. Ja, da kann es jetzt sein, dass der Lehrer das nicht gut findet, wenn man so einen Spezialfall zeichnet. Ja, jetzt ist die andere Option, dann einen anderen einfachen Winkel zu nehmen. Ein anderer einfacher Winkel könnte zum Beispiel 45 Grad sein. Das ist dann genau in der Mitte zwischen 0 und 90 Grad und total unverdächtig. Gut, dann machen wir das mal. Also 45 Grad Winkel und 3 Zentimeter. So, jetzt haben wir auch Glück gehabt, weil bei 45 Grad landen wir auf jeden Fall auf einer irrationalen Koordinate. Da kommen wir also gar nicht in Versuchung, jetzt einfach mit dem Kästchenpapier weiterzuarbeiten, sondern müssen jetzt tatsächlich unser Geodreieck parallel zu der ersten Strecke zu liegen bringen. Okay, machen wir das mal. Schwupp und schwupp. So, jetzt könnten wir einfach wieder 4 cm abmessen und dann quasi die Enden der letzten und der ersten Strecke miteinander verbinden. Das machen wir aber jetzt nicht. Wir zeichnen absichtlich ein bisschen länger als 4 cm, weil jetzt können wir für die letzte Strecke, für die vierte Strecke, die machen wir jetzt parallel zu der zweiten Strecke und dann entsteht das nachher so schön als Schnittpunkt. Das wirkt dann besonders mathematisch. Okay, ich setze mal neu an. Einen Moment. Schwupp. Und jetzt von unten rauf. So. Und das sieht jetzt wirklich wunderbar schön aus, als hätten wir das auch wirklich konstruiert. Da wird der Lehrer zufrieden sein. Jetzt sagen Sie vielleicht, der Fons albert da schon wieder blöd herum. Aber wenn es um das regelgeleitete Herstellen geht, kann man didaktisch ganz ernsthaft zwei Arten von Regeln betrachten. Offizielle, die für den Umgang mit dem Geodreieck dann unter Umständen auch im Schulheft feierlich festgehalten werden, und implizite, die der Lernende erahnt, dadurch, wie die Lehrperson auf ihre oder seine Konstruktionsversuche reagiert. Solche impliziten Regeln sind dann sogar besonders relevant, weil hier die Vorstellungen von Lehrpersonen und Lernenden weit auseinanderliegen können, was zu Konflikten und Problemen führen kann. Wir bleiben hier aber zunächst bei den offiziellen Regeln. Dazu gehört im Unterricht häufig, dass man Konstruktionsbeschreibungen anfertigt. Wozu die gut sind und was da hereingehört und was nicht, ist dann oft ein Streitpunkt. Lernende denken eher an das Ergebnis einer Konstruktion, also das Bild auf dem Papier. Und das passt halt halbwegs oder es passt halt nicht. Und dann soll auch mal gut sein oder eben nicht. Man kann aber mit guten Gründen hinterfragen, ob Bilder schon Konstruktionen sind. Kaduns und Stresser gehen etwa davon aus, dass jeder ein wenig geometrisch Gebildete dieses Bild für ein gleichschenkliges Dreieck halten wird. Ist es aber nicht. Die Seiten AC und BC sind nicht gleich lang. Trotzdem könnte es das Ergebnis einer Konstruktion sein, denn bei der Konstruktion käme es weniger auf, ich zitiere, Genauigkeit und Güte der Zeichnung an, sondern auf die, ich zitiere wieder, Genauigkeit und Güte der mit einer Zeichnung verbundenen Argumentation. Daher ist dieses krude gekritzelte Quadrat unter Umständen sogar eher als Bild zu einer Konstruktion geeignet. Denn der ein wenig geometrisch Gebildete erkennt, dass hier zwei Seiten offenbar gleich lang und drei Winkel rechte sein sollen, was bekanntlich dann ein Viereck bereits zum Quadrat macht. Zu einer Konstruktion gehört daher immer auch, die mit der Zeichnung verbundene Argumentation offenzulegen, etwa in Form einer Konstruktionsbeschreibung oder einer instruktiven Bildfolge. Eine Konstruktion ist dann nicht einfach das resultierende Bild am Ende, sondern der ganze Prozess, den man auch als Programm auffassen kann. Weigand und Ludwig definieren in Anlehnung an Holland ein Konstruktionsprogramm, dann recht spröde mathematisch anmutend, als Triple aus Ausgangskonfiguration, also eine Menge geometrischer Objekte und Beziehungen, die auch einmal eine leere Menge sein kann, etwa in unserem ersten Beispiel, wo am Anfang nichts am Blatt war.
Konstruktionsschritte, also gewisse Operationen, die man nach festgelegten Regeln mit festgelegten Werkzeugen durchführt. Schließlich die Zielkonfiguration, die ist eben wieder eine Menge geometrischer Objekte und Beziehungen und die beinhaltet die Ausgangskonfiguration. Und wenn man das eher materiell denkt, dann ist das genau das, was am Ende des Konstruktionsprozesses am Blatt ist. Wir schauen uns das mal für ein typisches Problem an. Zu einer Gerade durch einen außerhalb der Gerade gelegenen Punkt soll eine Parallele gezeichnet werden. Das war jetzt eher fix. Wir schauen uns das nochmal in Ruhe für Beispiel 1 an. Schritt 1. Markiere einen beliebigen Punkt und nenne ihn A. Schritt 2. Zeichne um A den Kreis mit dem Radius 4 cm, nenne ihn K1. Schritt 3. Markiere auf K1 einen Punkt, nenne ihn B. Schritt 4. Zeichne um B den Kreis mit Radius 3 cm, nenne ihn K2. Schritt 5. Markiere auf K2 einen Punkt, der nicht mit A und B kolinear ist, nenne ihn C. Schritt 6. Zeichne durch C die Parallele zur geraden GAB, nenne sie A. Okay, aber das ist jetzt lustig. Mit Zirkel und Lineal geht das in einem Schritt nicht. Wir machen das jetzt Gryffindor-Style. Auftritt Hermine. Accio Parallele. Okay, jetzt lasse ich die Albernheiten dann bleiben. Schritt 7. Zeichne durch A die Parallele zur geraden GBC, nenne sie B. Schritt 8. Zeichne den Schnittpunkt von A und B, nenne ihn D. Und schließlich Schritt 9, zeichne das Viereck. A, B, C, D. Okay, machen wir auch. Und damit sind wir fertig. Der etwas ernstere Hintergrund des Videos, wir sollten noch etwas zu Grundkonstruktionen sagen. Das sind solche, die mit einem ausgewählten Gerät in einem Schritt ausführbar sind. Mit Zirkel und Lineal sind das im Wesentlichen Kreise mit bestimmten durch Punkte vorgegebenen Radien, sowie Strecken, Halbgraden und Geraden. Mit dem Geodreieck kann man auch Parallelen und Normalen in einem Schritt herstellen und außerdem natürlich auch Winkel abtragen, indem man sie heimlich abmisst. Jetzt können Sie einwenden, Moment mal. Geraden und Halbgraden zeichnen ist ein bisschen schwierig, weil die sind unendlich lang. Und Kreis mit Mittelpunkt A, Radius AB, haut auch nur hin, wenn der Zirkel so weit aufgeht. Und Strecke, wenn da die Punkte zu weit auseinander sind, da steht's auch deppert an. Weigert und Ludwig wischen diesen Einwand damit weg, dass sie zum exklusiven Standpunkt übergehen. Konstruieren sei eine Tätigkeit, die mit idealen Objekten in der Vorstellung operiert. Was da am Blatt passiert, sei eh nur eine Annäherung an die wahre Konstruktion. Das ist zwar ein eleganter Standpunkt, es ist aber fraglich, ob er die Praxis des Konstruierens in der Schulgeometrie zutreffend charakterisiert. Realistischer erscheint mir ein Standpunkt, der gemäß Wittmanns Feststellung aus Lektion 1 geometrische Modelle in ihrer praktischen und theoretischen Doppelnatur ernst nimmt. Kaduns und Stresser finden einen solchen bei Parsüs, der bei Konstruktionen zwei Ebenen unterscheidet. Einerseits die Zeichnung als konkret materielle, visuelle Darstellung geometrischer Objekte, also das reale Objekt mit all seinen kleinen oder großen Unzulänglichkeiten. Und andererseits die Figur als perfekt gedachtes System der Beziehung zwischen den Elementen einer geometrischen Situation, also das ideale, bloß gedachte bzw. zur Zeichnung hinzugedachte Objekt samt seiner Entstehungsgeschichte, also der Konstruktionsreihenfolge. Das geometrische Modell, also das, was durch die Konstruktion hergestellt wird, ist dann meines Erachtens beides zusammen. Zeichnung samt Figur. Ich will das auch kurz küchenphilosophisch begründen, da ich hier gerade eh an meinem Esstisch sitze.
Auch mit Modellen hatten wir uns schon in den Grundfragen des Mathematikunterrichts beschäftigt. Und ich hatte da auch schon problematisiert, dass es jetzt zum Beispiel bei diesem Modellierungskreislauf irgendwie ein bisschen schwierig ist, dass da Realität und Mathematik so völlig getrennt sind, weil man kann sich schon fragen, ob Mathematik nicht auch irgendwie Teil der Realität ist. Ich teile das jetzt mal ein bisschen anders auf und sage auf der linken Seite Welt um uns herum und auf der rechten Seite Welt in unseren Köpfen. So, jetzt ist immer noch fraglich, ist die Mathematik dann eigentlich nur in unserem Kopf? Zumindest in dem Sinn, dass wir in der Mathematik es in der Regel mit abstrakten Sachverhalten zu tun haben, die so nicht direkt den Sinnesorganen zugänglich sind. Eine 4 können wir eigentlich nicht so direkt sehen. Jetzt können Sie einwenden, naja, ich kann ja eine Gruppe von 4 Personen sehen, hier zum Beispiel 4 Erwachsene oder 4 Kinder oder vielleicht 2 Kinder und 2 Erwachsene, das sehe ich alles als 4. Aber das ist dann doch relativ abstrakt, weil ich sehe von den Eigenschaften hier ziemlich weit ab. Ich achte zum Beispiel nicht darauf, dass es in einem Fall Kinder, in einem Fall Erwachsene, in einem Fall gemischt ist und dass da auch Männlein und Weiblein dabei sind. Und außerdem könnte ich dasselbe ja auch noch für 4 Gebäude machen. Und da würde ich jetzt auch nicht darauf achten, dass die Gebäude eigentlich unterschiedlich aussehen. Und es geht ja noch weiter, ich hätte die 4 dann auch noch als Maßzahl. Trotzdem ist es fraglich, ob die 4 da wirklich nur auf die eine Seite gehört, beziehungsweise ob die Mathematik da nur auf die eine Seite gehört. Man kann das auch so sehen, dass die Mathematik an der Schnittstelle von der Welt um uns und der Welt in unseren Köpfen ist. Insbesondere deswegen, weil man doch relativ schnell hingeht und die Mathematik wieder zu Papier bringt, ihr also wieder eine neue Realität verschafft, in Form von Zeichen auf dem Papier, mit denen dann eben auch operiert wird, ganz händisch und konkret. Und so ähnlich würde ich das für geometrische Modelle sehen. Die sind auch genau an der Grenze zwischen der Welt um uns herum und der Welt in unseren Köpfen. Und zwar in dieser Doppelfunktion, dass wir dann an der Welt um uns herum sehen wir halt die Zeichnung und in der Welt in unseren Köpfen ergänzen wir dazu die Figuren. Machen wir mal ein Beispiel. Sie könnten zum Beispiel hier im Dom zu Hildesheim stehen. Von diesem Dom gibt es auch einen Grundriss. Und wer diesen Grundriss gezeichnet hat, beziehungsweise konstruiert hat, der hat sicher auch ideale Figuren im Kopf gehabt. Zum Beispiel hier dieses Quadrat, was Sie da sehen. Das ist ja nicht zufällig da, sondern da hat jemand an die ideale Figur gedacht. Und die ideale Figur, das ist dann eben das Quadrat, als Summe seiner ganzen Beziehungen, also etwa welche Seiten da parallel sind, welche Seiten normal zueinander stehen, welche Seiten gleich lang sind und vielleicht auch noch, welchen Flächeninhalt das hat. Also nochmal, das geometrische Modell, das sehe ich an der Schnittstelle von der Welt um uns herum und der Welt in unseren Köpfen. Und zu dem geometrischen Modell gehört sowohl die Zeichnung als Realisierung auf dem Papier, als auch die Figur, die wir uns dazu denken. Hat sich also doch gelohnt, heute das Philosophenhemd anzuziehen. Spaß beiseite, nach so viel Input scheint es angeraten, dass Sie sich mit ein paar Verständnisfragen beschäftigen. Willkommen zurück, weiter im Text. Wozu brauchen wir das überhaupt? Cardons und Stresser nennen zunächst 2 offizielle Funktionen. Konstruktionen lassen sich als Existenzbeweise für bestimmte Objekte lesen und verstehen. Und Konstruktionen spielen eine hervorragende Rolle bei der Entdeckung bzw. Einführung neuer Begriffe und Verfahren. Ich fange mit dem 2. Punkt an. Cardons und Stresser geben als ein Beispiel die traditionelle Konstruktion von Parallelen zu einer gegebenen Gerade durch einen weiteren Punkt. Sie erinnern sich, das war gerade dieses Benio-Video. Diese kann nicht nur der Einführung dieses Verfahrens, also der Konstruktion der Parallelen, dienen, sondern ist auch Anlass zu der Erkenntnis, dass doppelte Orthogonalität, also doppeltes Normalstehen, genau die Parallelität von Geraden erzwingt.
Und man kann das dann noch weiter verallgemeinern. Das heißt, die Aussagen über kongruente und sich zu 180 Grad ergänzende Winkel an geschnittenen Parallelen finden sich auch direkt im Umfeld von dieser Konstruktion. Das mit den Existenzbeweisen als zweite Funktion wollen wir uns genauer anschauen, weil es eine sehr lange Tradition hat. Wie so manches in der Geometrie geht diese Funktion nämlich auf die berühmten Elemente des Euklid zurück. Die Elemente wurden in Europa mit als erstes als Buch überhaupt gedruckt und waren bis ins 19. Jahrhundert nach der Bibel auch das in die meiste Sprachen übersetzte Buch weltweit. Für uns spannender ist, dass die Elemente für die Mathematik von ihrem Aufbau her absolut stilprägend sind. Sie sind gewissermaßen das erste Buch, in dem nach Definition Satz-Beweis-Schema vorgegangen und explizit Axiome aufgestellt werden. Wobei die einzelnen Dinge bei Euklid und je nachdem, welche Euklid-Übersetzung man zur Hand nimmt, zum Teil auch etwas anders heißen. Sie sehen hier zum Beispiel Postulate und Grundsätze statt Axiome. Zum Thema Konstruieren sind vor allem die Axiome von Euklid interessant, genauer gesagt die Axiome, die Postulate heißen. Die Postulate 1 bis 3 stellen nämlich, wenn man mal genauer hinsieht, gerade die mit Zirkel und Lineal erlaubten Grundkonstruktionen dar. Wobei es bei Euklid eben gerade keine Geraden als unendliche Objekte gibt, sondern einfach nur gefordert ist, man möge eine Strecke beliebig verlängern können, was aber letztlich dann wieder auf was sehr Ähnliches hinausläuft. Das fünfte Postulat sagt uns dann, wo sich zwei Geraden schneiden, nämlich auf der Seite einer dritten Gerade, wo die Schnittwinkel der beiden anderen Geraden zusammen kleiner als 180 Grad sind. Und indirekt ist damit auch gesagt, dass im Falle rechter Winkel Parallelen vorliegen, die sich also nicht schneiden. Deswegen heißt das manchmal auch Parallelenpostulat. Schauen wir uns also einmal an, wie Euklid die Grundkonstruktion hernimmt, um damit Existenzbeweise zu führen. Wir machen das hier mal im Stile eines Let's Plays. Ist der Skeptiker nicht zu pingelig? Nun, im fünften Postulat legt Euklid gerade viel Wert darauf, uns zu sagen, wann und wo sich zwei Geraden schneiden. Bei Kreisen hält Euklid dazu nichts weiter fest. Er hält es für anschaulich ausreichend evident, dass diese sich unter den gegebenen Bedingungen schneiden. Ein erster Hinweis darauf, dass sich Ansprüche an Beweise im Laufe der Jahrtausende tatsächlich gewandelt haben. Eine moderne Axiomatik müsste auch die Existenz der Kreisschnittpunkte enthalten, als Axiom oder aber als zu beweisenden Satz.
was uns dann auch zum zweiten Teil unseres Themas führt. Ich werde auch diesen Teil wieder mit der Take-Home-Message beginnen. Beim Begründen und Beweisen geht es im Unterricht darum, Zusammenhänge zwischen geometrischen Objekten, Operationen und deren Eigenschaften und Beziehungen als Sachverhalte auszumachen. Und insbesondere geht es darum, bereits verstandene, als sinnfällig und gültig akzeptierte Sachverhalte und Zusammenhänge als Erklärung für neue, überraschende und oder noch nicht verstandene Sachverhalte und Zusammenhänge sowohl für sich als auch für andere zu benutzen. Klingt eigentlich gut, trotzdem liegt da im Unterricht bisweilen einiges im Argen. Einerseits werfen verschiedene Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker der etablierten Unterrichtspraxis vor, dem Argumentieren und Begründen zu wenig Raum zu geben. Und andererseits bemängeln sie, dass Lehrpersonen sich bisweilen zu stark auf ein sehr enges Beweisverständnis versteifen. Was steckt hinter diesen Beurteilungen? Fangen wir mit dem engen Beweisverständnis an. Viele auch angehende Lehrpersonen haben ein idealistisch absolutes Beweisverständnis. Sie sehen sich als Verkündiger ewiger Wahrheiten, die durch die ewig und unabhängig von dem Menschen gültigen Beweise abgesichert werden. Bettina Heinz hat herausgefunden, dass forschende Mathematikerinnen und Mathematiker, jedenfalls dann, wenn man sie dazu befragt, eher zu einem sozial-relativistischen Beweisverständnis neigen. Etwas wird erst zu einem Beweis, wenn es von einem Gegenüber, beziehungsweise besser von der ganzen Gemeinschaft der Forschenden, überhaupt als solcher akzeptiert wird. Man kann jetzt fragen, wie so ein Mismatch zwischen den Mathematikerinnen und Mathematikern und den Menschen, die sie ausbilden, also den Studierenden, überhaupt zustande kommt. Thomas Jahnke erklärt das einerseits damit, dass die Lehre der besagten forschenden Mathematikerinnen und Mathematiker offenbar doch den Eindruck vermittelt, dass Beweise der ewigen Wahrheitssicherung dienen. Und bei denen außerdem überhaupt kaum einer der Studierenden eine Chance hat, dabei etwas zu verstehen. Und wer mag es dann den Lehrpersonen übel nehmen, wenn sie sich selbst dann auch wieder wie die Verkündiger ewiger Wahrheiten in der Schule aufführen? Eng damit zusammenhängt, dass viele Studierende und Lehrpersonen Beweise eben nur als Mittel der Wahrheitssicherung begreifen, also ihnen nur eine Verifikationsfunktion zugestehen. Viele Lernende entwickeln im Unterricht aber gar kein Verifikationsbedürfnis. Sie vertrauen eh brav dem, was die Lehrperson sagt oder was im Schulbuch steht. In der Tat konnte Thomas Bardi in einer Untersuchung von 2015 feststellen, dass es zwar in etwa der Hälfte der von ihm beobachteten Unterrichtszeit ausdrücklich um die Sicherung der Geltung mathematischer Aussagen ging. Aber nur in 4%, also in weniger als einem Zehntel dieser Situationen, wurde Geltung tatsächlich durch Argumentieren oder Begründen hergestellt. In allen anderen Situationen wurde einfach angesagt oder im Buch nachgeschaut, was gelten soll, das nennt man dann Konvention, oder es wurde gemeinsam festgelegt, was gelten soll, das wäre dann der Konsens. Das steht nun im krassen Gegensatz zu den Funktionen, die man in der Fachdidaktik mit Beweisen normalerweise verbindet und die auch Teil der Grundfragen des Mathematikunterrichts sind. Ich werde die daher jetzt auch nicht alle vorlesen, sondern nur sagen, dass die Erklärungsfunktion die für Unterricht zentrale ist. Im Unterricht soll jeder Beweis auch erklären, warum eine Aussage gilt, wobei Beweise, also Begründungen durch Schlüsse, Sachverhalte im Grunde immer im Sinne von Einordnung und Systematisierung erklären, und zwar nur in diesem Sinn. Also dadurch, dass man die fragliche Aussage mit anderen Aussagen in einen hoffentlich zwingenden Zusammenhang bringt. Gut, jetzt gilt ja das Motto Show, don't tell, also machen wir ein Beispiel. Für Sie eher nicht verblüffend, stimmen im gleichschenkligen Dreieck auch die entsprechenden Winkel überein, die mit der dritten Seite eingenommen werden. Sie nennen die dann auch Basiswinkel, aber das tut hier wenig zur Sache. Man kann diesen Sachverhalt jetzt auch noch als Wenn-Dann-Aussage ausdrücken. Wenn ein Dreieck zwei gleich lange Seiten hat, dann stimmen die entsprechenden Winkel überein. Da merkt man halt etwas besser, wo man von ausgehen darf, also gleichschenkliges Dreieck, blaue Strecken gleich lang, um was man erst noch zeigen sollte, also gleiche Winkel, die sind hier rot,
ist aber bislang nur eine Vermutung, dass sie gleich sind. Schauen wir mal, dass wir das bewiesen kriegen. Also nullter Beweisversuch. Variante 1, das sieht man ja eh. Variante 2, man misst es an einigen gleichschenkligen Dreiecken nach oder moderner an einem veränderlichen gleichschenkligen Dreieck in einem DGS und ist dann halt einfach davon überzeugt. Bei Ihnen regt sich jetzt vermutlich Protest. Das sind doch keine Beweise. Tja, jetzt bräuchten wir irgendwie Normen für Beweise, und zwar solche, die auch für die Schule was taugen. Ich führe mal zwei Begriffe ein, die uns da helfen können und beide etwas Ähnliches, aber leicht Verschiedenes meinen. Da ist zunächst der sogenannte Evidenzbereich. Als Evidenzbereich bezeichnet Johannes Kratz die Gesamtheit aller unmittelbar einleuchtenden Sachverhalte und Aussagen, die daher auch nicht weiter hinterfragt werden. In unserem Beispiel gehört in Variante 1 die Aussage zu den gleichen Winkeln dann offenbar schon zum Evidenzbereich. So ein Evidenzbereich ist dann aber nicht nur individuell verschieden. Er ändert sich auch im Laufe der geistigen Entwicklung im Sinne einer Reduzierung zugunsten einer kritischer werdenden Betrachtungsweise. Das heißt also quasi, gestern habe ich das mit die Winkel noch geglaubt, jetzt will ich es aber genauer wissen. Für den Geometrieunterricht bedeutet das dann nach Kratz, dass Schüler dem Beweis eines geometrischen Satzes erst dann Verständnis entgegenbringen können, wenn dieser Satz außerhalb ihres Evidenzbereichs liegt. Okay, Beweis 0 Variante 1 wäre dann wohl kein Beweis, der Satz liegt einfach im Evidenzbereich. Ist es jetzt tragisch? Nach Kratz stellt sich die Frage, wie der Evidenzbereich eines Schülers, der zunächst durch ein naives geometrisches Weltbild geprägt ist, so reduziert werden kann, dass nicht nur verblüffende Sachverhalte beweisbedürftig erscheinen. Ja, das ist nett gesagt, aber wie rennt das genau ab? Und was ist denn jetzt ein Beweis? Na, ich sehe schon, wir müssen noch woanders schauen. In Mensch und Mathematik zum Beispiel von Roland Fischer und Günther Malle. Da gibt es einen ganz vergleichbaren Begriff, der heißt Argumentationsbasis. Zunächst halten beide aber fest, dass man, wenn man eine Aussage Alpha durch Schlüsse begründen will, in der Regel erst einmal Aussagen Beta und Gamma und so weiter braucht, von denen auf die Richtigkeit von Alpha geschlossen werden kann. Das war für mich im Studium damals ein harter Brocken. Du denkst dir ja eher, ah, in Mathe, da kannst du alles beweisen. Ist aber nicht so. Musst du immer schon was da haben, von dem du ausgehen kannst. Und das ist ja dann gerade nicht bewiesen. Da wirst du auch nicht wirklich fertig. Das geht sonst immer so weiter, immer so weiter. Eine Menge von Aussagen, die als richtig angesehen werden, soll dann zusammen mit den Schlussweisen, die als zulässig anerkannt werden, als Argumentationsbasis bezeichnet werden. Okay, passt. Wichtig noch zu sagen, Argumentationsbasis, das hat man auch in der Unimathe. Die Axiome, die Sie da am Anfang von Linearer Algebra 1 oder Analysis 1 kennenlernen, sind nämlich genau solche Aussagen. Und die Aussagenlogik, die Sie entweder da oder im Vorkurs hatten, das sind genau die zulässigen Schlussweisen. Schließlich, eine Begründung aufgrund einer vorgegebenen Argumentationsbasis soll als ein Beweis bezüglich dieser Argumentationsbasis bezeichnet werden. Das ist jetzt wirklich entscheidend. Beweise gibt es grundsätzlich nur relativ zu einer Argumentationsbasis. Da unterscheiden sich Forschung, Uni und Schule also gar nicht prinzipiell, sondern eben nur dadurch, dass man je weiter man in die Mathematik hineinkommt, zunehmend bemüht ist, die Argumentationsbasis möglichst klein zu halten, damit man möglichst viel nicht einfach für evident halten und glauben muss, sondern durch Schlüsse auf andere Aussagen zurückführen kann. Kommen wir nochmal zum nullten Beweis zurück. In Variante 1 gehört nun wieder die Aussage über die Winkel einfach zur Argumentationsbasis. Da gibt es dann wieder nichts zu beweisen. Kann man schade finden, man muss aber auch sagen, bei Euklid in den Postulaten stehen halt auch Dinge drin, die jetzt nicht unbedingt selbstverständlicher sind als die Aussage, die wir hier vor uns haben. Also okay, kann man so spielen, ist dann aber kein Beweis. Variante 2. Da gehört die Aussage jetzt selbst nicht zur Argumentationsbasis. Zur Argumentationsbasis gehört hier vor allem die Überzeugung, dass man Dinge, die man an hinreichend vielen Beispielen durch Messen überprüft hat, damit dann als richtig ansehen kann. Das ist im Grunde problematischer als die erste Variante. Denn auf eines wird in der Mathematik wirklich viel Wert gelegt,
auf die Zuverlässigkeit der Schlussweisen. Und so ein Austesten an einzelnen Beispielen ist da ein Problem, weil das kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Trotzdem finden solche Argumentationen natürlich täglich im Unterricht statt. Und um sich erstmal zu überzeugen, dass eine Aussage überhaupt richtig ist, ist das ja auch okay. Nur, warum da jetzt die Winkel gleich groß sind, das wissen wir jetzt immer noch nicht. Also neues Spiel, neues Glück. Wir versuchen es mal mit einer Konstruktion, und zwar einer mit inklusiven Werkzeugen. Also wir falten jetzt Papier. Der Beweis ist jetzt relativ kurz und schmerzlos. Wenn Sie mitfalten wollen, Sie brauchen ein Stück Papier. Das muss auch gar nicht unbedingt quadratisch sein. Auf jeden Fall werden wir das jetzt in der Mitte falten, und zwar so, dass die beiden Ecken wieder aufeinander kommen. Also genau so, ich falte das hier rüber, so, dass das wunderbar zur Deckung kommt. So, was mache ich jetzt als nächstes? Naja, als nächstes suche ich mir jetzt irgendeine Stelle aus hier auf der Kante, wo ich hereinschneide. Das ist eigentlich völlig egal, wo ich das mache. Da werde ich jetzt abschneiden. So, jetzt habe ich abgeschnitten. Da entsteht so ein rechtwinkliges Dreieck, logischerweise. Und jetzt klappe ich das auf. Und da habe ich jetzt mein gleichschenkliges Dreieck. So, jetzt ist das aber so, ich habe das ja gerade geklappt gehabt. Da lagen die beiden also übereinander. Die beiden Dreiecke sind also kongruent. Wenn ich das aufklappe, ist das jetzt gleichschenklig. Und natürlich ist andererseits auch klar, dass alle Winkel, die da in diesen beiden Teildreiecken auftauchen, ich gehe nochmal wieder zurück, die sind natürlich auch gleich groß, also sind insbesondere auch die beiden Winkel unten, also die Basiswinkel, gleich groß. Und das ist ja genau die Aussage, die wir auch haben wollen. Jetzt kommt Ihnen das vielleicht nicht besonders mathematisch vor, weil keine Punkte eingezeichnet, keine Symbole hingemalt, ist aber trotzdem ein Beweis. Die Argumentationsbasis ist hier im Wesentlichen, dass Figuren und Figurenstücke, die beim Falten von Papier zur Deckung gebracht werden, notwendig auch kongruent sind. Und das ist ein so ursprüngliches Verständnis von Kongruenz, ohne dass man eh kaum auskommt, also passt der Beweis eigentlich sehr gut. Und wenn Sie nicht falten mögen, dann machen Sie dasselbe Spiel mit einer Achsenspiegelung eines rechtwinkligen Dreiecks. Das läuft dann auf exakt dasselbe hinaus. Aber ich will ja nicht so sein. Machen wir zum Abschluss noch einen klassischen Kongruenzbeweis. Wir haben das jetzt mal mit bloß gedachten Zirkel und Lineal konstruiert. Wie jetzt weiter? Wir borgen uns mal die Faltkante vom ersten Beweis. Und wir tun mal so, als läge die genau auf der Streckensymmetrale der Strecke AB. Dann würde schon fast alles passen. Das Dreieck AMB und das Dreieck MBC sind kongruent. Und zwar nach Seite, Seite, Winkel. Weil die haben die Seite MC als Strecke gemeinsam. BC und AC sind auch gleich lang und dann hat man da halt die rechten Winkel. Da müssen dann auch die roten Winkel also jetzt gleich sein, weil die Dreiecke kongruent sind, die Teildreiecke. Da kann man jetzt noch fragen, woher weißt du, dass MC die Streckensymmetrale ist oder auf der Streckensymmetrale liegt? Da könnte ich jetzt antworten, naja, ich habe erstmal den Mittelpunkt der Strecke AB mit C verbunden. Mittelpunkt muss ja eh schon mal auf der Streckensymmetrale liegen. Und C muss ja auch auf der Streckensymmetrale liegen, weil die beiden blauen Strecken, die sind ja eh gleich lang und damit ist C auch gleich weit von A und B entfernt, also auf der Streckensymmetrale. Oder man geht da anders ran und sagt, wenn ich den Mittelpunkt von AB mit C verbinde, dann haben die beiden Dreiecke schon mal die Strecke MC gemeinsam. Außerdem sind ja die blauen Strecken wegen Konstruktion sowieso auch schon gleich lang. Und weil das da unten der Mittelpunkt ist, dann ist also MAM, also das AM, das ist dann eh genauso lang wie das MB. Ja, dann sind aber alle drei Seiten jeweils in den beiden Teildreiecken gleich lang. Also sind die Teildreiecke nach Seite, Seite, Seite auch kongruent. Und damit sind dann auch wieder die roten Winkel gleich. Und übrigens, Spoiler Alert, MC liegt dann übrigens auch noch auf der Winkelsymmetrale, weil die beiden Winkel oben bei C, die sind natürlich auch gleich groß. Haben wir also aus Versehen sogar noch mitbewiesen, dass in gleichschenkligen Dreiecken die Streckensymmetrale der Basis die Winkelsymmetrale des Nicht-Basiswinkels ist. Das haben wir übrigens bei dem Faltbeweis im Prinzip auch mitbewiesen, wir haben das dann nur nicht gesagt.
Schauen wir uns also die beiden nochmal im Vergleich an. Faltbeweis hat schon mal als Vorteil, dass da die Argumentationsbasis schön schlank und eingängig ist. Kongruenz ist als Deckungsgleichheit unmittelbar erfahrbar. Der zweite Beweis ist da anspruchsvoller. Da braucht man wenigstens die Kongruenzsätze und unter Umständen auch noch die Eigenschaften der Streckensymmetrale. Bei der Aufdeckung von Zusammenhängen steht es unentschieden. Da ist bei beiden ziemlich Ähnliches im Angebot. Lesen Sie mal selbst. In beiden Fällen ist es auch so, dass wir durch den Beweis der Aussage zusätzlich noch mitbekommen, dass da die Faltkante oder Hilfslinie gleichzeitig sowohl Winkel- als auch Streckensymmetrale ist. Also im Grunde genommen direkt den nächsten Satz gefunden und auch gleich direkt noch mit bewiesen. Man kann bei beiden Beweisen aber einwenden, du hast das aber alles an einem einzelnen Bild bewiesen. Ist es da nicht doch besser, wie in Beweis 0, möglichst viele Beispiele anzuschauen? Das ist insofern zulässig, das so zu sehen, als Lernende eine Reihe von Beispielen durchaus überzeugender finden können als Beweise wie die beiden, die wir jetzt gerade gemacht haben. Der entscheidende Unterschied zwischen Beweis 0, den wir nicht als Beweis akzeptiert haben, und Beweis 1 und 2 andererseits ist aber, dass wir bei 1 und 2 die Bilder wirklich als Figuren im Sinne von Kaduz und Stresser gelesen haben, also uns nur auf in die Konstruktion eingegangene geometrische Beziehungen bezogen haben. Die Zeichnung oder Faltung selbst wird dabei zwar zum Auffinden neuer Beziehungen genutzt, der Beweis erfolgt aber in beiden Fällen dadurch, dass wir die neuen Eigenschaften aus den alten, in die Konstruktion eingegangenen Eigenschaften als zwingend ableiten. Beim Faltbeweis passiert das dadurch, dass wir die Deckungsgleichheit der Gesamtfigur als zwingend für jeden analogen Faltvorgang annehmen dürfen. Beim zweiten Beweis passiert das dadurch, dass wir die Kongruenz der Teildreiecke aufgrund der Kongruenzsätze für jedes gleichseitige Dreieck, das in gleicher Weise konstruiert wurde, hergeleitet haben. Und das ist qualitativ dann tatsächlich beides etwas ganz anderes, als in konkreten Zeichnungen etwas nachzumessen, weil unser Argument eben gar nicht mehr von der konkreten Zeichnung abhängt. Zum Schluss dann noch ein Wort der Warnung. Es ist in der Tat entscheidend, Zeichnungen bei Beweisen ein Stück weit zu misstrauen. Vor allem solchen, die man nicht selbst konstruiert hat, für die man also auch nicht sagen kann, wie genau die zugehörige Figur aussieht. Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie sich mal das Bild hier an. Das ist vor einigen Jahren durch das Internet gegeistert, wobei da vermutlich kein Native Speaker am Werk war. From where comes this hole klingt dann doch eher, als hätte das ein Deutscher formuliert. Und wenn Sie mit dem Staunen fertig sind, gibt es dann hier noch den Abschlusstest und anschließend den Abspann.